Herzlich willkommen zu Teil 16 der Reihe Taylor-Reihen, Methoden und Anwendungsbeispiele. Wir wollen heute eine Funktion, nämlich 1 durch 1 minus x, entwickeln um einen Punkt in Anführungszeichen a gegen unendlich. Wir haben das in der Theorie gelernt in der letzten Folge und wir wollen es heute am Beispiel der geometrischen Reihe tun, also der Funktion f von x gleich 1 durch 1 minus x. Wir hatten gelernt, dass der erste Schritt ist, eine Variablentransformation durchzuführen, nämlich x nach z gleich 1 minus x, und damit wird f eine Funktion von z. Also aus f von x gleich 1 durch 1 minus x wird f von z gleich 1 durch 1 minus 1 durch z. Und nun als zweiten Schritt entwickeln wir f von z als Taylor-Reihe um z gleich 0. Wir bilden also, wie wir es jetzt schon des Öfteren getan haben, zunächst mal die Ableitungen nach z, f' von z. Um das zu tun, ist es einfacher, die Funktion so zu schreiben, 1 minus z hoch minus 1 in Klammern hoch minus 1. Und wenn wir das nach der Kettenregel ableiten, erhalten wir eben minus 1 minus z hoch minus 1 hoch minus 2 mal der inneren Ableitung. Und die innere Ableitung ist 1 durch z², also z hoch minus 2. Und wenn wir das dann wieder als Bruch schreiben, dann erhalten wir also zunächst den Bruch, der hier angegeben ist. Und dann können wir noch das z² in die Klammer rein multiplizieren und erhalten minus 1 durch z minus 1 Quadrat. Wenn wir das an der Stelle 0 auswerten, dann erhalten wir einfach minus 1. Wir können nun die weiteren Ableitungen bilden. Die zweite Ableitung ist also die Ableitung der ersten Ableitung. Und das ist, ich mache jetzt die einzelnen Rechenschritte nicht mehr vor, wie Ableitungen funktionieren, haben wir ja ausführlich gelernt. Das ist also dann 2 durch z minus 1 hoch 3. Und wenn man das an der Stelle 0 auswertet, ist es minus 2. Die dritte Ableitung entsprechend ist dann minus 6 durch z minus 1 in Klammern hoch 4 und das an der Stelle z gleich 0, hier muss ein Strich noch hin, an der Stelle z gleich 0 ausgewertet ist minus 6. Das Muster der Ableitungen ist jetzt erkennbar. Wir haben also als Ableitungen minus 1, minus 2, minus 6 und es ist offensichtlich, dass die k-te Ableitung an der Stelle z gleich 0 minus k-Fakultät ist. Und damit haben wir als Koeffizienten der Taylor-Reihe die k-te Ableitung an der Stelle z gleich 0 durch k-Fakultät. Die k-te Ableitung ist minus k-Fakultät und dann kürzen sich die Fakultäten raus und es bleibt einfach über minus 1. Und damit haben wir Schritt 2 abgeschlossen und die Taylor-Reihe für f von z gefunden, nämlich einfach minus z Quadrat minus z hoch 3 und so weiter. Und nun folgt noch als Schritt 3 die Rücktransformation. Also z wird wieder zurücktransformiert zu x gleich 1 durch z. Indem wir also hier für jedes z ein 1 durch x einsetzen, erhalten wir als Laurent-Reihe für die Funktion f von x, also für die Funktion 1 durch 1 minus x, die Reihe minus 1 durch x, minus 1 durch x Quadrat, minus 1 durch x hoch 3 und so weiter. Für große x dominieren die führenden Terme wieder. Das heißt, 1 durch x ist für große x viel größer als 1 durch x Quadrat, das wieder viel größer ist als 1 durch x hoch 3 und so weiter. Und dann liefern die ersten Glieder der Reihe wieder eine gute Approximation. Wir wollen uns das einmal numerisch anschauen und an der Stelle x gleich 32 auswerten, was ja noch nicht mal ein wirklich großer Wert ist, sondern nur eine moderate Zahl. Aber bereits an der Stelle ist die Approximation ziemlich gut, wie wir sehen werden. F von 32 ist 1 durch 1 minus 32, also 1 durch minus 31. Und das ist etwa minus 0,03225 und so weiter. Wenn wir das jetzt approximieren durch die Laurent-Reihe, die wir gerade ermittelt haben, die hier nochmal hingeschrieben ist, und nur die erste Potenz, als höchste negative Potenz bis zur ersten Potenz gehen, also alles hier an der Stelle abschneiden, dann erhalten wir die Approximation, die hier gegeben ist, bis zur zweiten Potenz, also hier abgeschnitten, ergibt diese Approximation und so weiter. Und wir sehen, dass das Ganze ziemlich schnell bereits eine sehr gute Annäherung darstellt. Beispielsweise, wenn wir Terme bis zur vierten Potenz mitnehmen, dann haben wir hier schon bis zu dieser Stelle die Zahl korrekt berechnet. Das waren also Entwicklungen im Unendlichen, die eben auch ein mächtiges Werkzeug darstellen. Und in der nächsten Folge werden wir anfangen, uns diverse Anwendungsbeispiele für Taylor-Reihen anzuschauen. Und zwar konkret in der nächsten Folge Differentialgleichungen. Vielen Dank.